Leute, was geht? Ich bin's wieder, Kevin Keiler. Und heute habe ich mir mal ein ganz anderes Video überlegt. Und zwar, was habe ich alles in meiner Scootertasche drin? Also ich habe die jetzt so genommen, wie es ja auch bei mir eigentlich immer so steht. Und würde ich mal sagen, fangen wir gleich mal hier vorne an. Mit meinem Scooterhelm von Protec. Richtig geil, mit einem Scoot Farm Sticker noch drauf. Scoot Paradise. Stuntscooter.de. Das ist übrigens die Seite, der Link von meinem Sponsor, von dem Shop. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall, den Helm habe ich auch schon richtig lange. Auf jeden Fall richtig fetzig, der Helm. So. Muss man erstmal die ganzen Sachen noch aufmachen. Dann habe ich hier mein MP3-Player. Denn ich höre gerne Musik, wenn ich zum Skatepark hinfahre. Dann bin ich besser gelaunt. Ich glaube, ich muss ein bisschen leiser machen, aber ich rede einfach mal lauter dann. So, was haben wir hier? Taschentücher. Habe ich eigentlich nie dabei, aber jetzt, weil ich krank bin, meine Nase läuft immer ab und zu, kann man kurz reinrotzen. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. So, was haben wir denn hier drin? Nach dem Sport, dass man nicht so krass stinkt. Paar Deos, Playboy. Keine Ahnung, das hat meine Mutter gekauft. Riecht aber auch nicht schlecht. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich weiß zwar nicht, wo ich es kauft, aber egal. So. Dann hier, das ist mein Handgelenk. Oder was heißt mehr Handgelenk? Das war, wo ich mein Dings hier gerissen habe, meine Kapsel für meinen Daumen. Aber das kann man ziemlich auch, das kann man auch gut benutzen für dein Handgelenk. Weil mein rechtes Handgelenk ist ein bisschen kaputt von den ganzen Aufprallen und so. Deswegen, sobald ihr Schmerzen irgendwo was habt, geht zum Arzt. Geht wirklich zum Arzt. Okay. So. Ausrüstung pur immer dabei. Knöchelschoner. Beide Seiten, links und rechts. Brauche ich zurzeit nicht mehr so wirklich. Aber. Ich habe, wie gesagt, ich habe es immer wieder dabei. Stinken tun die auch ziemlich krass heftig. Können auch mal wieder in die Wäsche. So, dann hier. TSG Knieschoner. Bam. TSG, beste Leben. Sind wirklich gut. Sind auch sehr, also wenn man drauf landet. Man merkt wirklich kaum was. Wir haben auch schon ziemlich viel mitgemacht. Karlsruhe. Ja, Mann. Was haben wir denn noch so drinnen? Noch 220er Anacoda Wheels. Die sind auch schon ziemlich abgefahren. Sieht man. Aber ich glaube. Kugellager sind noch ziemlich gut. Aber ich schicke die auch immer wieder zurück. Oh. Dann habe ich hier auch noch. Ich weiß gar nicht, warum ich die da drin habe noch. Das sind diese Taipan Wheels. Auch richtig schön. Aber Kugellager kaputt. Also wie gesagt. Ich finde die 120er Wheels von Anacoda bisher am besten. Von dem Kugellager, vom PU her, von. Weil das PU ist einfach viel weicher. Und ich finde bei den 120er mm Wheels, du merkst die Kupplung nicht so krass heftig. Mal gucken, was wir noch so drin haben in der Wasche. Genau.
Meine Canon 400D, die funktioniert wieder. Dank euch an alle, die wo draußen mir geholfen haben. Also ich hatte erstmal hier so eine falsche Einstellung auf AF. Automatische Fokussierung. Ich habe mir auch überlegt, jetzt mehr Videos anzugucken, was für Einstellungen, wie so eine Kamera aufgebaut ist. Und ich kann es euch mal zeigen. Ich mache jetzt einfach mal ein Bild von meinem Rucksack. Da ist jetzt ein bisschen viel Licht, aber ihr seht, die macht wieder Bilder. Ich habe auch schon ziemlich frische Pics gemacht. Ich habe schon ein Bild auch auf Instagram hochgeladen. Ihr könnt es einfach mal angucken. Link ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei. Oder ihr gebt einfach auf Instagram ein Kevin Kyler Show. Dann kommt ihr auch schon auf meinen Kanal. So, ich glaube, dann habe ich eigentlich nichts mehr drin. Ah doch, hier vorne noch. Ja. Wie man sieht, hier noch Werkzeug, 6er Imbus, 5er Imbus. Schon ganz der Schreibtisch voll. Und hier halt noch Werkzeug ein bisschen drin. Achsen, Headset Spacers, Spacer, Headset Sachen. Alles Mögliche dabei. Ja. Und dann noch so. Halt leerer Alex Rucksack, habe ich in Göppingen auf dem Contest gewonnen, erster Platz, Skate Open, wie ihr seht, alle Taschen leer, ja, so, das war's soweit mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Kommentiert mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, weil jetzt auch, ich bin zwar noch krank, aber es geht wieder und ich will trotzdem täglich, oder ich will es probieren, täglich Videos abzuladen für euch. Falls du noch kein Abonnent bist, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Mir fehlen jetzt nur noch 8 Stück, dann habe ich schon die 900. Das geht gerade mittlerweile ziemlich schnell hoch, muss ich sagen. Ich bin euch sehr dankbar an jeden Abonnenten, wo mich unterstützt. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Peace out, check the sound. Ich bin raus. Pschuh.